Jahr 1896, am 7. Juli, im Watson Hotel in der indischen Stadt Mumbai, wurden lebende fotografische Bilder zum ersten Mal in Indien gezeigt. Sich bewegende Bilder, die von den Lumière-Brüdern aufgenommen wurden. Alltägliche Themen, wie die Ankunft des Zuges in einem Bahnhof, wurden behandelt. Mehr als 100 Jahre später ist Indien das größte filmproduzierende Land geworden. Und das, was als technisches Wunder eingeführt worden war, wurde die größte und bekannteste Unterhaltungsmöglichkeit des Landes. Am Ende von 1912 ein 40-jähriger Maharashtrian, der sich schon mit Malerei, Fotografie und dramatischem Werk befasst hatte, entschied sich, mittels der Kamera Geschichte zu erzählen. Tundi Raj Govind Palke vertiefte sich in die indische Mythologie, um ein Thema aus dem indischen Epos Mahabharata für seinen ersten Film Raja Harishchandra auszusuchen. Der erste Spielfilm, der von Dadasaheb Phalke gedreht wurde, handelte von einem König namens Harishchandra, der der Wahrheit absolut ergeben war und dessen Rechtschaffenheit von den Göttern einer harten Probe unterworfen wird. Er bringt unzählige große persönliche Opfer, bis die Götter schließlich Erbarmen mit ihm haben und ihn für seine große Ehrlichkeit belohnen. Es war aber nicht rein zufällig, dass Phalke für das Thema seines ersten Films auf das reiche Kulturerbe seines Landes zurückgriff. 1913 ließ sich ein idealistisch eingestellter Rechtsanwalt namens Mohandas Karamchand Gandhi von seinen Kollegen dazu bewegen, aus Afrika in seine Heimat zurückzukehren und die Führung des indischen Unabhängigkeitskampfes zu übernehmen. Es sollten mehrere Jahre vergehen, bis es Gandhi gelang, seine Stellung als Vorsitzender der Kongresspartei zu festigen und die moralische Führung seiner Landsleute in ihrem Kampf gegen koloniale Ausbeutung zu übernehmen. Im Land selbst gab es bereits viele Menschen, die ihrem Unmut gegen die Fremdherren Luft zu machen begannen und dazu aufriefen, sich auf das großartige kulturelle Erbe dieses Landes zu besinnen. Einer von ihnen war auch Dadasaheb Phalke, der später als Vater der indischen Filmkunst bezeichnet wurde. Phalkes erster Film war für diese Industrie toneingebend, die ihm in seinen Fußstapfen folgte. Parabeln in Gestalt von Geschichten aus den Epen Ramayana und Mahabharata bildeten die Vorlage für die meisten Filme dieser Epoche. Andere Pioniere wie Baburao Painter, Kiran Ganguly, Ardashir Irani, B.N. Sarkar und Himanshi Rai ließen sich von Phalkes Begeisterung anstecken und führten moderne Produktionstechniken ein. Sie waren es, denen es die indische Filmindustrie zu verdanken hat, dass sie ihren Kinderschuhen entwuchs und zu einem Medium der Erzählkunst wurde und dass 1931 bereits der Stummfilm dem Tonfilm Platz machen konnte. Das indische Kino legte sich einen eigenen Charakter zu und lernte zu singen. Und wie? Die indische Filmindustrie entwickelte sich zu einer eigenständigen Einrichtung mit Studios nach dem Vorbild Hollywoods. Auch wenn die Unterhaltung des Publikums für die Produzenten im Vordergrund stand, behandelten einige der ersten Filme bereits wichtige gesellschaftliche Fragen. Ihnen gelang es auch, die von den Engländern aufgezwungene Zensur, die die Propagierung nationalistischer Ideen aufs strengste verbot, auf erfinderische Art zu umgehen. In Kismet rechtfertigte man sich bei der Zensur für die patriotischen Lieder mit der Ausrede, dass sie sich auf die Deutschen beziehen würden. Während sich die ersten Filme ihre Inspiration von der faszinierenden Mythologie des Landes holten,
hatten Filmemacher begonnen, das große Potenzial dieses Mediums zu erkennen und eine Vielzahl von Filmen zu drehen. Zu ihnen gehörten auch die Actionfilme mit den Abenteuern der draufgängerischen Nadia, deren Film Punjab Mail und Untawali die Kinokassen klingeln ließ. Fünf Jahre nach dieser Periode begann Frau Shantaram das Potenzial dieses neuen Mediums zu erkunden, um sich mit radikalen gesellschaftlichen Ansichten auseinanderzusetzen. 1937 forderte Muhammad Ali Jinnah die Gründung von Pakistan, eines separaten Staates für die muslimische Bevölkerung Indiens, was in Indien zu großen kommunalen Spannungen zwischen Hindus und Muslimen führte. Das politische Szenario wurde damals von Gandhis Aufruf zum zivilen Ungehorsam gegen die Engländer beherrscht. Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund produzierte V. Shantaram 1941 seinen Film Padosi, der ein tiefer und leidenschaftlicher Aufruf an Hindus und Muslime war, in Frieden miteinander zu leben. Das Thema Säkularismus sollte später zum Favoriten der kommerziellen Filmemacher werden. Filmkritiker weisen gern darauf hin, dass die indische Filmindustrie selbst das beste Beispiel für das friedliche Zusammenleben von Menschen aus allen Landesteilen ist, die jeder nur denkbaren Glaubensrichtung angehören. Dieser multiethnische und multireligiöse Charakter der indischen Gesellschaft fand in einer Vielzahl von Filmen Ausdruck. Der Film hieß Baiju Baura. Die Lyrik war von Shakil Badayuni und Musik von Naushad. Gesungen wurden diese unsterblichen Lieder von Mohammad Rafi. Alle frommen Muslime, die ein Lied geschaffen hatten, aus dem ein unsterblicher Bhajan bzw. frommer Gesang der Hindus wurde. Meiner Meinung nach gibt es keine bessere Integration als die indirekte Zusammenarbeit von Hindus und Muslimen, die zur Entstehung unsterblicher Filme führte. Man sollte es nicht als Hindu-Muslim-Problem betrachten, sondern als einen kulturellen Hindu-Muslim-Prozess. Die indische Filmkunst sollte man sich von diesem Gesichtspunkt aus betrachten. 1936 drehte Himanshu Rai, der die Filmgesellschaft Bombay Talkies gegründet hatte, den Film Achyut Kanya mit Ashok Kumar und Devika Rani mit in den Hauptrollen. Dieser Film, der heute als ein Klassiker der indischen Filmkunst gilt, ist eine tragische Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen aus der Kaste der Unberührbaren und einem jungen Brahmanen. Himanshu Rai hatte mit diesem Film ganz offensichtlich auf den Aufruf der politischen Führer jener Tage reagiert, die sich für eine Abschaffung der Unberührbarkeit einsetzten. Ironischerweise weigerte sich Mahatma Gandhi, der selbst der größte Gegner dieses gesellschaftlichen Übels war, die Filmkunst ernst zu nehmen. 1939 schrieb K. A. Abbas, der sich später als Filmemacher und Drehbuchautor für Raj Kapoor einen Namen machte, die folgenden Zeilen an Mahatma Gandhi. Ich bringe Ihnen das neueste Spielzeug meiner Generation, damit Sie es untersuchen und gutheißen können. Sie bezeichnen das Kino als ein gesellschaftliches Übel wie das Wetten, Kartenspiel, Würfelspiel und Pferderennen. Sie sind eine große Seele, Bapu. In Ihrem Herzen gibt es keinen Platz für Vorurteile. Schenken Sie diesem kleinen Spielzeug von uns, das nicht so nutzlos ist, wie es auf den ersten Blick aussieht, Ihre Aufmerksamkeit und segnen Sie es bitte mit einem toleranten Lächeln. Es ist nicht bekannt, wie und ob Mahatma auf diesen Brief reagierte. Im unabhängigen Indien aber sollte das Kino eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Politik dieses Landes spielen. Auch wenn das kommerzielle Kino ständig für seine stereotypen Filme kritisiert wurde, nichtsdestoweniger gab es in den letzten 50 Jahren Filme, die sich bemühten, sich über dieses abgedroschene Image zu erheben. Filmemacher wie Bimal Roy, Mehboob Khan, Gurudatt,
und Raj Kapoor waren sich der Menge dieser Industrie bewusst. Als Künstler, die für dieses kommerziell ausgerichtete Massenmedium arbeiteten, nutzten sie die Möglichkeiten des Films, um ihren Standpunkt klar zu machen. 1948 war aus Mumbai ein Schmelztiegel der Talente geworden. Vimal Roy war zusammen mit einigen seiner besten Filmtechniker von Kalkutta nach Bombay gezogen, wo er sich den Bombay-Talkies anschloss. Er war damals bereits ein gefeiertes Talent, dessen Filme eine nahtlose Verschmelzung seiner künstlerischen Ambitionen und ideologischen Überzeugung darstellten. Der Film, in dem er sich aber selbst übertraf, war Dobi Ghazameen, den er 1952 produzierte und zu dem er selbst die Regie führte. Es war das Jahr, das die Abschaffung des Großgrundbesitzes und den Beginn der von der Zentralregierung ins Leben gerufenen Bewegung zur Durchsetzung von Landreformen miterlebte. Vorbild für den erzählerischen Charakter dieses Filmes war das neorealistische Kino Europas. Dobi Ghazameen behandelte die Herausbildung einer neuen auftauchenden Gesellschaftsordnung, die sich inmitten großer gesellschaftlicher Umwälzungen vollzieht. Dobi Ghazameen ist ein Aufruf, sich für Nehrus sozioökonomische Vision einzusetzen, die begonnen hatte, die ganze Nation zu erfassen. Sie war Bestandteil unserer bürgerlich-demokratischen Revolution, die Nehru versucht hatte herbeizuführen und die zu Beginn der 60er Jahre aufhörte. Sie verlor ihr Ziel aus den Augen. Von jenem Zeitpunkt an begann das Hindi-Kino einen anderen Weg einzuschlagen. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war eine Zeit voller Erwartungen, in der man noch hoffte, Veränderungen herbeizuführen. Und Dobi Ghazameen war meiner Meinung nach eine der klassischsten Schilderungen jener Veränderungen, von denen die Rede war, und es war eine der neuen Strukturen der ländlichen Gesellschaft dürfte. Themen von Raj Kapoors Filmen waren die Bürger dieses Landes, die versuchten, mit seinen Widersprüchlichkeiten zurechtzukommen. Die Beziehung zwischen Raj Kapoor und Khawaja Ahmed Abbas, einem Mitglied der Kommunistischen Partei, der für so gut wie alle seine Filme die Drehbücher schrieb, war eine eigenartige. Immer wieder griff Abbas für seine Geschichten auf das politische und wirtschaftliche Ethos dieses Landes zurück, die Raj Kapoor in dem für ihn typischen Stil auf der Leinewand wiedergab. In Filmen wie Shri Chashtopis und Awara setzt sich Raj Kapoor für die am Rande der Gesellschaft Lebenden ein und mischt ganz offen die Gesellschaftsordnung verantwortlich für die Lage dieser Menschen. क्योंकि मैं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी जज से। निकल जाओ, get out. Diese Kombination, diese geistige Ehe zwischen den beiden Genies, Raj Kapoor und Abbas Saeed, war für beide sehr vorteilhaft. Da der eine ein Mann war, der realistische Drehbücher schreiben könnte, die der andere in den Mantel der Romantik kleidete. Mit dieser Art von Liebesgeschichte, Musik und fantastischen Szenen und Dialogen war dieser Film anderen Filmen des gleichen Genres, Awara, entstanden, bei weitem überlegen. Zu dem Zeitpunkt, als Indien unabhängig wurde, war Mehboob Khan mit Filmen wie Rotti und Andaz bereits ein angesehener und geachteter Filmemacher, den aber erst die Neuverfilmung seines frühen Filmes Aurat, aus dem Mother India wurde, zur Ikone der indischen Filmkunst machen sollte. Mother India gilt als das Filmepos dieser Nation. Dieser Film erzählt die Geschichte von Radha, deren Mann zum Krüppel wird und die selbst zum Pflug greifen muss, um ihre Kinder ernähren zu können. Für eine Generation, die zu dem Ruf Vande Mataram aufgewachsen war, war das Metapher ganz offensichtlich.
Der Refrain, der immer wieder während der Unabhängigkeitsbewegung auftauchte und von Gandhi und Nehru artikuliert worden war, besagte, dass echte Freiheit vor allem auch bedeute, sich von sozialen und ökonomischen Übeln zu befreien. Diese Freiheit war es, die ganz oben auf der Tagesordnung dieses Landes stand. Indien aber stöhnte trotz des Landreformerlasses von 1952 weiter unter der Last der Feudalherrschaft. Diese Realität war es, mit der sich auch später zahlreiche Filme befassten, aber nie auf so ergreifende und erschütternde Art wie in Model India. Als nächstes begann der In-Hindi-Film, die von der Gesellschaft Benachteiligten, zu verherrlichen, was keinem besser gelang als dem Schauspieler Amitabh Bachchan. Zu dem Zeitpunkt, als Amitabh Bachchan ein Name war, der in aller Munde war, entstanden Filme, die den unterdrückten Zorn einer Gesellschaft im Umbruch widerspiegelten. In fast allen seinen Filmen spielt Amitabh Bachchan die Rolle des zornigen Rebellen. Nationalismus wie auch Patriotismus wurden zum Kennzeichen vieler indischer Filme. Roja, ein Film des Regisseurs Mani Ratnam, verlieh diesem Genre eine bis dahin noch nie dagewesene emotionelle Tiefe. Der Tamil-Film Roja spielte in Kaschmir, das unter grenzüberschreitendem Terrorismus liegt. Dieser Film war ein so großer Klassenschlager, dass er in Hindi synchronisiert wurde. Das Konzept vom Patriotismus, das zuvor Manoj Kumars Spezialität gewesen war, wird nach wie vor gern vom modernen Kino aufgegriffen, das häufig den emotionalen Blickwinkel als Thema verwendet. Die Filmproduktion beschränkte sich aber nicht nur auf Mumbai. Seit ihren Anfängen gab es in Kalkutta wie auch Madras eine blühende Filmindustrie. Im Süden des Landes entwickelte sie sich mit Riesenschritten. Riesige Ausschneidepuppen von Schauspielern und schreiend bunte Kinoplakate gehörten zu den Werkzeugen, mit denen diese Fantasiewelt vermarktet wurde. Das, was aber verantwortlich war für die Zerstörung der engen Bande dieses Mediums zur Gesellschaft, war ihre spürbare Beeinflussung durch das politische Klima. 1949 hatte eine in Tamil Nadu von Periyar ins Leben gerufene Bewegung namens Dravida Karagam zur Aufspaltung der südindischen Filmindustrie in zwei Lager geführt, von denen das einflussreichere und bedeutendere namens Dravida Munnetra Karagam von dem Bühnenschriftsteller und Drehbuchautoren C.N. Annadurai geführt wurde. Anna und sein Team nutzten den Film zur Propagierung radikaler sozialer Botschaften. Die MK war fest entschlossen, den Kampf gegen die Vorherrschaft der Brahmanen und die Ungerechtigkeiten des Kastensystems aufzunehmen, was zum Leitmotiv von DMK und seiner Art Filme werden sollte. M. Karunanidhi, der später dreimal hintereinander Landesminister des Bundesstaates Tamil Nadu werden sollte, schrieb 1952 Parashakti, die Geschichte eines jungen Mannes, der einen Priester umbringt, nachdem dieser versuchte, seine Schwester zu vergewaltigen. Aufregende Szenen im Gerichtssaal wurden charakteristisch für diese Art von Filmproduktionen, die offen zur Verbreitung von DMK-Doktrinen benutzt wurden. In der nationalistischen Periode nutzte die dravidische Bewegung Medien und Politik für ihre eigenen politischen Zwecke. Es handelte sich um eine Art Wechselwirkung, bei der zum einen das Kino zur Verbreitung ihrer Ideen genutzt würde und zum anderen die Popularität der Filmschauspieler ausgenutzt würde, um für ihre Parteien zu werben. Alle gefohlen ade wendung.
Derjenige aber, der für die Einführung eines noch nie zuvor erlebten Personenkults verantwortlich war, war Madhu Gopalamenon Ramachandran, kurz MGR genannt, der in allen seinen Filmen Angehörige der verarmten, unterdrückten gesellschaftlichen Schichten spielte. Er war der Rebell, der es mit dem tyrannischen Establishment aufnahm, um zum Superhelden zu werden. Dieses Image, es für Gerechtigkeit sorgenden, der einen Strahl der Hoffnung verbreitet, nutzte er, um sich 1977 der Politik anzuschließen und Landesminister des Bundesstaates Tamil Nadu zu werden, was er bis zu seinem Tod im Jahre 1987 blieb. Im benachbarten Andhra Pradesh, Heimat der Telugu-Filmindustrie, war Nandamuri Tarka Rao, kurz NTR genannt, zur Ikone geworden. Er hatte sich in seinen Filmen auf die Rolle von Göttern aus der Hindu-Mythologie spezialisiert und eine riesige Anhängerschar, Männer wie Frauen, in deren Augen er ein Halbgott war. Dieses Image war es, aus dem er Kapital schlug, als er sich in die politische Arena stürzte und die Wiederbelebung des Stolzes der Einwohner von Andhra Pradesh auf ihre Kultur zu seinem Schlagwort wurde. Auch NTR gelang es mühelos, sich das Amt des Landesministers zu erobern. Sein Erfolg ließ erneut das außerordentlich starke Band erkennen, das zwischen dem Kino und der Politik dieser Region existierte. Die Filme, in denen NTR einen Gott spielte, hatten absolut nichts mit der Realität zu tun. Gott war Antwort auf alle unsere Probleme und man glaubte, dass eines Tages Gott oder eine Person wie Gott in der Politik auftauchen würde. Und wenn es dann jemanden gab, der Gott darstellte oder göttliche Eigenschaften besaß, glaubte man, dass er die Gesellschaft von ihren Übeln befreien würde. Und so kam es dazu, dass NTRs Partei Telugu Desam mit einer Art Heiligenschein umgeben war. Sie war so etwas wie Krishnas Armee, das Parlament war Krishnas Schlachtfeld, auf dem man sich für das von den Karovas angetane Unrecht rächte und wo die Schlacht zwischen Gut und Böse ausgetragen wurde. So wie das kommerzielle Kino den Film als Spiegel der Gesellschaft wählte, waren es Meister der indischen Filmkunst wie Satyajit Ray, denen es gelang, auf hervorragende künstlerische Art ein Bild von Indiens Kultur zu zeichnen. Im Mittelpunkt von Satyajit Rays Filmen stehen humanistische Aspekte des ländlichen Indiens. Um das Porträt einer Gesellschaft im Umbruch zu zeichnen. In Jalsaghar schildert er den Untergang einer Subkultur, die durch ein noch gewöhnlicheres und gröberes, aber neues Establishment ersetzt wird. In Devi stellt er einer modernen wissenschaftlichen Einstellung die traditionelle abergläubische Mentalität gegenüber. In seinen späteren Filmen übte beißende Kritik an den Wertvorstellungen des modernen Indiens. Fort William hat mit der Elahi Babata Kunde. Da hat er 1500 Leute invited. Du bist ein Buke Hart, die Bolotow. দুনো মুড়ি ছাড়া এগুলো সম্ভব ইনকাম ট্যাক্সের দৌলতে Ritwik Ghatak, der Rays Zeitgenosse war, hält in seinen Filmen das Trauma der Spaltung und die Qualen und Ängste der Vertriebenen fest. আমার নদী পদ্মারি ছাইড়া আমি জামু কেন Mrinal Sen dagegen verwendet seine Filme, zumindest seine ersten, als gesellschaftliche Dokumentation. Sie waren wie Flugblätter, die zu gesellschaftlichen Veränderungen aufriefen. In allen Landesteilen nützten engagierte Filmemacher ihre Filme, um sich mit den zahllosen Herausforderungen und Problemen dieses Landes auseinanderzusetzen.
আদর গোপালাকৃষ্ণ আরভন্দাম শ্যাম বেনেগাল Govind Nihalani und viele andere nützten diese Kunstform, um ihre Fäden zur Gestaltung des einmaligen Gewebes dieses Landes zu verwenden, um mittels dieser Form entweder Kritik zu üben oder mit Hilfe von Gleichnissen und Allegorien ihren Standpunkt klarzumachen. Die Filmkunst ist nach wie vor eine der überzeugendsten Arten von Unterhaltung. Die kommerzielle Filmindustrie brachte Persönlichkeiten und Filmstars hervor, die in jedem Jahrzehnt die Stimmung dieser Nation widerspiegelten und den Millionen, die täglich in Indien Kinos strömen, das Träumen lehrte. Und ganz auf ihre Art dokumentieren diese Filme auf die Geburt dieser Nation. Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sujalam Malayadishitalam Shastashamalam Mataram Vande. Sujalam Sujalam Malayadishitalam Shastashamalam Mataram Vande. Vande, Vande, Vande Mataram.